An einem frostigen Herbstmorgen beschlossen 8 mutige Crewmitglieder, morgens um 6 Uhr Ortszeit eine Ballonfahrt zu unternehmen. Nach einer kurzen Wolkenauffrischung halte ich es drin nicht mehr aus und muss mir die Vorbereitungen anschauen. Eine überdimensionale Unterlage, auf welcher die Ballons liegen, schafft Vertrauen, dass sich nicht irgendein Ast in unser Fahrtwunder bohrt. Carlos darf heute das Seil halten. Er hat mir auch erklärt, wofür das gut ist, leider war mein Spanisch seiner Erklärung nicht gewachsen. Dafür wachsen die Heißluftballons anfangs ohne Heißluft, sondern werden per Ventilator vorgefüllt. Und weil der schleichende Deutsche irgendwie sympathisch aussieht, wird er auch in den Ballon gebeten. Ich stehe da wirklich drin. Verrückt. Der tatsächlich frostige Boden steht symbolisch für die knapp 6 Grad Celsius Außentemperatur. Dies kommt uns zugute, denn umso größer der Unterschied von Umgebungstemperatur zu Ballon-Innentemperatur, desto besser steigt er. Verzichtet man auf die bessere Steigrate, kann man alternativ mehr Gewicht mitnehmen. Denn das Loadsheet verrät, ist eher knapp. Wurde uns aber zum Glück erst nach der Landung verraten. Ich finde, es wird auch endlich Zeit, dem Begriff heiß mal etwas Ausdruck zu verleihen. Also Carlos, Feuer frei! Und nach nimmt das Wunder seinen Lauf und richtet sich senkrecht auf. Nach einem kurzen Sprung in den Korb und was in Case of Emergency zu tun ist, Spoiler hinhocken, darf der Nachbarballon schon mal abheben. Die Sonne kommt über den Horizont geklettert und das soll unser Startzeichen sein. Wir fliegen! Sorry, fahren. Denn das Fortbewegen mit Geräten leichter als Luft wird als Fahren und das Fortbewegen mit Gerichten schwerer als Luft als Fliegen bezeichnet. Wie man sieht, sind wir beileibe nicht der einzige Ballon weit und breit. Wer Lust hat zu zählen, möge mir das gerne in die Kommentare schreiben. Es ist ein ganz eigenartiges Gefühl. Es weht kein Lüftchen um einen herum. Es ist alles total friedlich und man fühlt sich in seinem Körbchen irgendwie geborgen. Die absurd lauten Feuerstöße der Brenner stören die Ruhe nur kurzfristig. Dafür ist es dann immer schön warm am Nacken. Das ist ja auch nett. Der Wind trägt uns sanft Richtung Westen und es ist erstaunlich, wie gut sich so ein Ballon steuern lässt. Carlos dreht jeden Mal in die Sonne oder in Richtung Ziel, die mexikanische Sonnen- nebst Mondpyramide, welche wir später noch genauer erkunden werden. Nachdem wir die Sonnenpyramide umflogen haben, geht es langsam in den Sinkflug. Höhe durch 3 ist hier nicht ganz so wichtig, es gibt ein Landefeld und das wird eben nach gut Dünken angepeilt. Captain, we're going down. Aber Carlos hat uns. Er erklärt uns auch noch, wo das Emergency-Seil ist. Wenn man daran zieht, geht oben die geschlossene Öffnung auf, wodurch so viel heiße Luft entweicht, dass wir mit Sicherheit sinken. Ich fühle mich jetzt also wie der Simmer, der sich immer fragt, ob er das Flugzeug im Notfall landen kann. Die erste gesichtete Landung scheint erfolgreich gewesen zu sein. Unsere steht unmittelbar bevor. Und wenn man Leute wild losrennen sieht, ist das erfahrungsgemäß beruhigend. Ich gehe also lieber schon mal in die Emergency-Hocke und denke nochmal an meine Familie. Wir leben. Carlos erklärt, dass wir zügig runter mussten, um noch vor dem anderen Ballon zu landen. Macht nichts. Allen geht es gut. Alle haben gerne wieder festen Boden unter den Füßen. Alle hatten einen der besten Momente in ihrem Leben. Der Korb wird komfortabel auf dem Anhänger platziert und es heißt abbauen. Nach der Tour gibt es eine kleine Taufe und warum diese mit Sprudelwein stattfinden muss, erklärt sich wie folgt. Im Jahre 1783 fand in Frankreich die erste bemannte Heißluftballonfahrt statt. Viele Schaulustige nahmen an dem Ereignis teil. Leider plante man die Ankunft des Heißluftballons nicht so genau und da der französische Bauer noch nie so ein Teil gesehen hatte, dachte er, es sei ein Monster in dem Korb. Die liefen nun mit Missgabeln bewaffnet und dem Vorsatz der Unruhe ein Ende zu bereiten auf die vermeintlichen Monster zu. Zum Glück hatte man eine Weinflasche dabei, womit man beweisen konnte, dass man eben kein Monster, sondern lediglich Franzose ist. Und alle tranken auf den Schreck einen kräftigen Schluck Wein. Ob wahr oder nicht, sei dahingestellt, denn es hat geschmeckt. Und so ein Korken hat passenderweise doch erstaunlich viel Ähnlichkeit mit einem Heißluftballon St. Brenner. Heiße Luft haben wir mittlerweile auch im Bauch, also ab zum deftigen Frühstück. Nun gestärkt geht es noch zum Spaziergang zu den Pyramiden. Eine Kollegin bemerkte spitzfindig, es seien ja gar keine richtigen Pyramiden. Sie hätten schließlich keine Spitze. Aber ganz so pointless fand ich den Ausflug dennoch nicht. Leider darf man die Sonnenpyramide nicht mehr besteigen. Sie soll wohl noch für weitere 2000 Jahre gut sein. Da die Sonne doch ziemlich brennt, beschließen wir den Rückweg zum Hotel anzutreten und uns auszuruhen. Denn am Abend des nächsten Tages geht es auf den Rückflug. Mexico City ist für uns einer der herausforderndsten Flughäfen in unserem Streckennetz. Zum einen ist er mit etwa 2200 Meter über dem Meeresspiegel, der höchste, den wir anfliegen. Zum anderen wird er an drei Seiten von noch viel höheren Bergen umgeben.
Der Popocatépetl ist eben mal 5400 Meter hoch, also höher als jeder Berg in Europa und nebenbei auch noch einer der aktivsten Vulkane Mexikos. Vor jedem An- und Abflug werden also die Ashtams, die Vorhersagen für Vulkanaktivität, gecheckt und sollte die Windrichtung Aschewolken Richtung Stadt treiben, kann entsprechend nicht mehr an- und abgeflogen werden. Die hohe Lage über dem Meeresspiegel hat relativ dünne Luft zur Folge. Diese sorgt nicht nur für latente Schnappatmung, sondern auch dafür, dass unsere Tragflächen schlechter tragen, denn schließlich ist die Luftdichte essentieller Bestandteil des Auftriebes, den die Flügel generieren. Die teilweise extremen Temperaturen, die dort herrschen, verdünnen die Luft noch zusätzlich. Da wir durch die umgebenden Berge sehr gute Steigraten brauchen und immer auch für den Fall eines Triebwerksausfalls vorplanen, konnte es im Sommer durchaus passieren, dass Fracht vor Ort gelassen werden musste, da nicht mehr Gewicht mitgenommen werden konnte. Man hat deswegen die An- und Abflugzeit in die Nacht gelegt. Ist die Sonne erstmal untergegangen, kühlt es schnell ab, was unserer Startplanung sehr entgegenkommt. Wir werden heute auf der Startbahn 05 rechts starten und obwohl wir gut 40 Tonnen unter unserem maximalen Startgewicht sind, ist der Start komplett ausgereizt. Ihr werdet merken, wie lang sich dieser zieht. Nachdem die Triebwerke angelassen sind, geht es über den Taxiway Bravo zur Startbahn 05 left. Diese kreuzen wir für den Lineup auf die Startbahn 05 right. Lufthansa 5-2-1, runway 05 right is cleared for takeoff. And can you say again the departure frequency? One after airborne, Lufthansa 5-2-1, thank you, bye-bye. So, lineup checks. Lineup, check off runway. 05 right, Bravo 3. Unsere Strecke führt uns nordöstlich über den Golf von Mexiko, über das nun wieder sicher überfliegbare Florida, da Hurricane Milton abgezogen ist, einmal quer über den Atlantik und mit New York, Santa Maria, Gander und Shenwick vier verschiedene Nut Areas. Falls dich interessiert, was es damit auf sich hat, lass mich das gerne in den Kommentaren wissen. Mitten über dem Atlantik erleben wir einen wunderbaren Sonnenaufgang. Der Rückenwind verkürzt die Flugzeit auf etwa 10 Stunden, immerhin 2 Stunden weniger als auf dem Hinweg und mit gut 620 Knoten Ground Speed fliegen wir mal eben 1150 km pro Stunde. Auf dem Boden bezogen ist das immerhin fast Schallgeschwindigkeit. Somit sind wir nur im Anflug auf München, auf die Landebahn 26 right, der schon tiefstehenden Sonne entgegen, wo der Kapitän eine Landung wie aus dem Lehrbuch hinlegt. Retard 5. So, that's good. Sir, PTV.
5-2-1, Vienna November 3, 117, make a turn. Well done. Sehr geil gepasst mit dem Abrollen. Oder? Das ging kaum besser. Das war mein bis jetzt schönstes Layover auf der Langstrecke und mir eine Ehre, dass du dabei gewesen bist. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.